zur Technik einen verschlagenen, tapferen, unbewaffneten Grauen am Bein. Kommt ihr an ihn, so weg! Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Führt eure Waffen so, dass auf Faustjahr hinaus kein Chinese mehr fragt, ein solches Ziel anzusehen. Wahre Pfandzucht! Ihr Segen Gottes sei mit euch. Gebet eines ganzen Volkes, meine Mitbetreuten, ein jeden Einzelnen. Öffnet der Kultursteg ein für alle Mal. Nun könnt ihr reisen. Adieu, Kamerad! Heute fahren wir von Glückstadt nach Albersdorf, das sind 92 Kilometer. Geschafft haben wir die Strecke in 5 Stunden und 47 Minuten. Wir fahren am Elbdeich entlang. Von Ferne grüßt das Atomkraftwerk Brunsbüttel. Der Kanalbau dauerte von 1887 bis 1895. Er wurde als Aufgabe gesehen, das junge Reich zu einigen. Tätig waren Regierungs- und Bauräte, Inspektoren und Arbeiter aus vielen Teilen des Deutschen Reiches, nicht nur aus Preußen. An der gesamten Strecke waren 9000 Beschäftigte tätig. Es wurden insgesamt rund 82 Millionen Kubikmeter Boden bewegt. Der fast 100 Kilometer lange Kanal erhielt 4 Schleusen und 6 Brücken. Ein gewaltiges Bauwerk, das in der ungewöhnlich kurzen Bauzeit von nur 8 Jahren fertiggestellt wurde. Hier befinden wir uns am tiefsten Punkt der Bundesrepublik Deutschland in Neuenburg, Sachsen-Bande. Heute geht unsere Fahrt über Albersdorf, Brutkamp, Offenbüttel, Vogtbeck nach Rendsburg. Das sind 67 Kilometer. Geschafft haben wir die Strecke in 4 Stunden 30 Minuten. Übernachtet haben wir im Hotel Alte Eiche für 73 Euro. Die Gieselau-Schleuse gleicht die unterschiedlichen Wasserstände von Nordostseekanal und Eider aus.
Von Rendsburg aus ging unsere Fahrt nach Schleswig. Das sind 43 Kilometer. Geschafft haben wir die Strecke in 3 Stunden. Es hat den ganzen Tag nur geregnet. Wir besuchen das Wikinger Museum in Haithabu. Thank you.
errichtet 1870 auf dem Platze der von Preußer befehligten Südschanze. 600 Schritt von den Wällen, die Christian des VIII. Grabstätte bedecken. Königin der Hanseperle am Ostsee.
Lübeck, mein Lübeck.